Danke für die Offenheit, aus deinem Leben mitzuteilen. Was für eine Inspiration, was für eine Ermutigung. Kennst du das? Dass dir gesagt wird, du schaffst es eh nicht. Die Aufgabe ist viel zu groß, du bist dem nicht gewachsen. Diese Prüfung, diese Herausforderung. Und dann ist es tatsächlich auch sehr, sehr schwer, das zu schaffen, wenn du dich überhaupt traust. Viele erleben oder haben seit frühester Kindheit erlebt, dass ihnen gesagt wurde, aus dir wird nichts, du schaffst es nicht, du hast es einfach nicht drauf. Und haben es ganz, ganz schwer im Leben, etwas zu schaffen, etwas zu bewegen, etwas, was sie sich eigentlich wünschen, was in ihrem Herzen ist, das ist wie so eine Blockade. Und andererseits, kennst du das, wenn du ermutigt wirst und dir zugesprochen wird, hey, du schaffst das, du hast das Zeug dazu. Ich unterstütze dich, ich glaube an dich. Zu was für Taten wir in der Lage sind, können wir manchmal im Nachhinein staunen, dass wir so ein bisschen zitternd reingehen in eine Situation und merken, oh, das hat geklappt. Es macht viel aus, ob wir angefeuert werden oder ob wir entmutigt werden. Und jetzt stell dir mal vor, wie viel es ausmacht, wenn der Heilige Geist, wenn Gott selbst durch den Heiligen Geist dich anfeuert. Wenn er dich ermutigt, wenn er dir das Zeug dazu gibt, dich befähigt, dir beisteht, dir Mut zuspricht. So muss es den Jüngern damals gegangen sein, als Jesus ihnen gesagt hat, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde bis hin nach Frankfurt. Vorher haben sie versagt, elendig, einer nach dem anderen. Denk mal nur an Petrus, der so vollmundig gesagt hat, wenn alle dich verleugnen, aber ich doch nicht. Aber jetzt sagt Jesus ihnen, da gibt es eine Kraftquelle. Der Heilige Geist, er wird euch dazu befähigen. Und dann werdet ihr mich bezeugen, auf der ganzen Welt, unaufhaltsam. Ich weiß nicht, ob sie schon gerne losgerannt wären in eigener Kraft, denn sie waren Zeugen der Auferstehung. Aber sie haben genug mit Jesus erlebt, um zu wissen, das müssen wir ernst nehmen. Wir müssen warten, dass wir wirklich mit der Kraft des Heiligen Geistes empowered werden. Sie wussten nicht genau, wie sie sich das vorstellen sollen, aber dann kam Pfingsten, 10 Tage später, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Wir haben ganz zu Beginn dieses Gottesdienstes den Pfingstbericht gelesen bekommen. Der Heilige Geist kam. Sie erlebten wie ein Feuer, das sie erfüllt hat und hatten Feuerzungen auf jedem Haupt. Und sie haben in neuen Sprachen angefangen, von den großen Taten Gottes zu reden. Sprachen, die sie vorher nicht gelernt haben. International ging es auf einmal zu. Christus für alle. Und sie waren so voll erfüllt mit dieser Kraft. Und dann stand die Frage, was ist das hier? Und Petrus, voll des Heiligen Geistes, fängt an zu predigen und hat alles, was er dazu braucht. Und er erklärt aus dem Propheten Joel, was das hier bedeutet, was hier gerade passiert. Und sagt, das ist die Erfüllung der Prophetie, die in Joel steht. Gott hat zugesagt in der letzten Zeit, dass er seinen Geist ausgießen wird auf alle Menschen. Und ihr seid Zeugen davon. Und Petrus predigt den Namen von Jesus Christus, das Erlösungswerk Jesu. Und sie sind total zutiefst berührt im Herzen und wollen umkehren. Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und Petrus sagt, ja,
Ihr müsst Jesus Christus annehmen, an ihn glauben, euch taufen lassen und ihr werdet das genauso erleben, dass auch ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt, getauft werdet, so wie die anderen hier gerade. Und das war Erweckung. Das war die Gründungsstunde der neutestamentlichen Gemeinde, die nicht aufgehört hat und wir sind der lebendige Beweis davon. Amen. Petrus hatte das, was er dafür brauchte, um diese Initialpredigt von Pfingsten, von Gemeindegründung aus dem Stand heraus zu predigen, weil er hatte den Heiligen Geist. Es hat nicht lange gedauert, an einem der nächsten Tage waren Petrus und Johannes unterwegs, nach ihrer Gewohnheit, zum Gebet in den Tempel. Nur etwas war jetzt anders, sie waren mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wie immer saß da an der Pforte der gelähmte Bettler und hat um Almosen gebeten. Aber Petrus und Johannes waren nicht mehr wie immer. Sie haben nicht einfach nur so aus vielleicht schlechtem Gewissen oder aus Anstand dann irgendwie eine Münze gegeben. Sie sind auch nicht irgendwie an ihm vorbeigelaufen, haben nicht einen großen Bogen gemacht, sondern sie hatten auf einmal etwas zu geben. Das möchte ich mit euch zusammen auch anschauen, Apostelgeschichte 3, Vers 6 und 7. Ich lese in der Hoffnung für alle Übersetzung. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Wow. Nochmal, was war die Antwort von Petrus? Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Er wusste, dass er mit dem Heiligen Geist für diese Herausforderung, vor der er jetzt stand, das hat, was er braucht. Und was hatte er zu geben? Heilung? Ja, Heilung war inklusive. Er hatte den Namen Jesus zu geben. Er spricht hier und sagt, in dem Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf. Er fasste ihn am Arm, er hat ihm aufgeholfen und der Gelähmte war geheilt. Wow. Und dann ging es weiter. Ein großer Aufruhr. Was ist das? Wir kennen den Mann doch. Seit 40 Jahren sitzt er da. Zumindest war der Mann um die 40 Jahre. Und das kann doch nicht sein. Wie ist das passiert? Naja, die nächste Herausforderung. Petrus soll predigen. Mitten im Tempel, so viele Leute da, Fragen. Er fängt an zu predigen. Und was hat er zu geben? Den Namen Jesus. Er predigt einfach den Namen Jesus. Viele Menschen werden gläubig an Jesus Christus durch diese Predigt, durch dieses Zeugnis, was der Name Jesus an diesem gelähmten, kranken Mann bewirkt hat. Er predigt in der Kraft des Heiligen Geistes und eine nächste Erweckungsversammlung findet statt. Doch gleich als nächstes wurden Petrus und Johannes abgeführt, gefangen genommen, verhört, bedroht. Sie mussten vor dem hohen Priestern, vor den Schriftgelehrten stehen, vor dem Hohen Rat und sich verantworten für diese Tat. Wie kann das sein? Wer hat euch das erlaubt? Mit welchem Recht? Und schon wieder hat Petrus das, was er braucht. Zusammen mit dem Johannes, sie haben eine Antwort. Denn sie haben den Heiligen Geist. Und mit dem Heiligen Geist hast du das, was du brauchst. In jeder Situation. Ich lese einfach mal aus Apostelgeschichte Kapitel 4, ab Vers 7. Sie ließen Petrus und Johannes hereinbringen und fragten sie, wer hat euch für das, was ihr getan habt, die Kraft und den Auftrag gegeben?
Dürft ihr das überhaupt? Erfüllt vom Heiligen Geist, antworteten ihnen Petrus, ihr führenden Männer und Oberhäupter unseres Volkes, werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einen Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort, und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gern geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger von Jesus wieder. Wow, das muss man sich mal vorstellen. Was für ein Mut, was für eine Sicherheit, in der sie aufgetreten sind. Und sie haben ganz klar Jesus gepredigt. Jesus als den Gekreuzigten. Und sie haben sogar gesagt, Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt. Er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, er ist der von Gott Verheißene. Ihr habt es nur noch nicht erkannt. Und durch den Namen Jesus ist das hier passiert. Sie haben nicht sorry gesagt, sie haben nicht gesagt, passiert nie wieder, sondern sie waren mutig. Und das war so klar für die, die dabei waren, für die hohen Leute, dass sie nicht darauf klarkamen. Wie kann das sein? Das sind keine Gelehrten, das sind einfache Leute. Petrus, ein Fischermann. Wie kann das sein? Und es gibt nur eine Erklärung. Sie waren mit Jesus. Sie erkannten, dass das Leute sind, die von Jesus geprägt sind. Sie kennen die Kraft des Namens Jesu. Es ist der Heilige Geist, der durch sie gewirkt hat. Wir machen einen kleinen Sprung, Vers 13. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten. Das habe ich schon gesagt. Ich meine Vers 18. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich, noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes antworteten nur, urteilt selbst, ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wahnsinn. Also sie werden bedroht. Es ist Lebensgefahr. Sie könnten ja stillschweigend gehen und dann irgendwie heimlich weiter Jesus predigen. Aber nein, sie haben diesen Mut durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass sie einfach sagen, ja nee, das geht auch nicht. Ne? Also so, nee. Nein, das machen wir nicht. Was für eine Kraft, was für eine Befähigung, was für ein Empowerment geschieht doch durch den Heiligen Geist. Und ich frage mich, ob sie in dem Moment sich nicht vielleicht an die Worte von Jesus erinnert haben, die er zu ihnen gesprochen hat, als er sie vorbereitet hat auf all das, was auf sie noch zukommen wird. Matthäus 10, Vers 19 und 20. Wenn sie euch vor Gericht bringen, dann sorgt euch nicht darum, was ihr sagen oder wie ihr euch verteidigen sollt, denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Geist eures Vaters im Himmel wird durch euch sprechen. Wow! Jesus hat das zugesagt, sie haben es erlebt. Vor einiger Zeit war ich mit einem unserer iranischen Freunde vor Gericht, weil er sich verantworten musste für seinen Glauben an Jesus Christus. Vor der Gerichtsverhandlung standen wir noch zusammen. Der Anwalt war auch dabei, mit dem ich übrigens schon viele Gerichtsverhandlungen begleitet habe, weil wir viele Menschen in unserer Gemeinde zu Jesus Christus führen durften, die aus
arabischen und persischen Ländern kamen, aus dem Iran, aus dem Afghanistan, Syrien, Irak. Mehr als 300 Leute sind zum Glauben gekommen in den letzten Jahren, haben den Glaubensgrundkurs bei uns mitgemacht, haben sich taufen lassen. Viele von ihnen sind weiter transferiert, aber einige sind auch geblieben. Und wir haben zwei persische Gruppen, wir haben zwei arabische Gruppen und sie sind total Teil der Christus für alle Gemeinde geworden. Und naja, entsprechend als Pastor werde ich immer wieder vor Gericht geladen als Zeuge, um auszusagen. Und so war ich mit dem Sajed da. Und vor der Gerichtsverhandlung stehen wir zusammen und ich merke, dass Sajed aufgeregt ist. Und ich frage ihn, wie geht's dir? Und er sagt, ja, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich sage, ja, mach dir keine Sorgen. Jesus selbst hat gesagt, dass wenn wir uns für unseren Glauben vor Gericht verantworten müssen, dass wir voll und ganz mit dem Heiligen Geist rechnen dürfen. Und der Heilige Geist wird dir geben, was du sagen sollst. Es ist jetzt nicht entscheidend, dass du alle Antworten weißt und dass du dir Antworten jetzt zurechtlegst. Es ist entscheidend, dass du dir der Verbindung mit Gott sicher bist. Es ist entscheidend, dass du authentisch, dass du echt bist. Der Heilige Geist wohnt in dir. Glaubst du das? Ja, das habe ich doch erlebt, das weiß ich. Ja, verlass dich drauf. Rein. Und dann ist er vor Gericht und ich werde dann meistens so nach einer Stunde eingeladen, reinzukommen, um dann nochmal von meiner Seite zu bezeugen, dass das alles glaubwürdig und echt ist und wie ich das erlebt habe. Und dann gucken die auch, ob das zusammenpasst. Und dann war ich da und dann hatte die Richterin nochmal eine Frage zurück an den Kläger, an Sajed. Und sie sagte dann, also das ist, fällt mir schwer zu glauben, wie kann das sein, dass Sie erst 2 Wochen im Kontakt waren mit Christen im Iran und dann so eine folgeschwere Entscheidung getroffen haben, für die im Iran Verfolgung und unter Umständen Tod droht. Also wie kann man sich so in so kurzer Zeit entscheiden und von dem alten Glauben abwenden und sich einer neuen Religion zuwenden? Das erscheint mir doch nicht glaubwürdig. Und dann kam seine Antwort. Und er sagte, es kommt gar nicht darauf an, wie viel Zeit wir haben. Es muss nur von ganzem Herzen passieren. Als Jesus, und erzählte dann eine Geschichte. Als Jesus Christus am Kreuz hing, waren zur linken und zur rechten Seite von ihm 2 Verbrecher. Und einer von ihnen hat in einem Augenblick erkannt, dass Jesus der Retter ist und dass er Vergebung braucht. Und er hat sich zu Jesus gewandt und hat gesagt, denk an mich, wenn du im Paradies bist. Und denk an mich. Und Jesus hat gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es hat ein Augenblick genügt. Warum sollten 2 Wochen nicht reichen? Wow! Und das war eine der wenigen Gerichtsverhandlungen, die ich erlebt habe, wo die Richterin die Entscheidung spontan getroffen hat. Und sie hat gesagt, ich habe alles gehört, ich bin überzeugt, sie kriegen die Anerkennung. Wow. Und wir gingen dann raus nach der Gerichtsverhandlung und der Anwalt stand dabei und sagte, ich kenne Antworten auf fast alle Fragen. Und ich habe immer behauptet, ich wäre bibelfest. Aber auf diese Frage hätte ich auch keine Antwort. Und dann habe ich ihn eingeladen, uns näher kennenzulernen. Er hat unseren Gottesdienst besucht und ich bin im ständigen Kontakt und Austausch mit ihm seitdem. Ganz spannend, was der Heilige Geist tut. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du das, was du brauchst, in der Situation, in die du hineinkommst. Ist das nicht Hammer? Wenn wir Apostelgeschichte lesen, dann geht es im selben Geist weiter. Ich liebe es, die Apostelgeschichte zu lesen, die Missionsreisen von Paulus zu studieren. Ich liebe es vor allen Dingen auch, Jesus und seinen Dienst zu studieren und zu sehen,
In was für einer Selbstverständlichkeit er in der Verbindung mit dem Vater, erfüllt vom Heiligen Geist, gedient hat und für jede Situation gerüstet war. Ich liebe es zu sehen, wie in Apostelgeschichte Gott immer wieder Neues getan hat und sie offensichtlich dafür gerüstet waren, weil sie sich voll und ganz auf die Weisheit und die Kraft und die Führung des Heiligen Geistes verlassen haben. Da ist die Situation, wo der Heilige Geist zu Philippus sagt, geh an die einsame Wüstenstraße und dort werde ich dir zeigen, was du tun sollst. Und er lässt sich darauf ein und er sagt nicht, Wüstenstraße, da ist keiner. Ich glaube, ich spinne. Das kann nicht von Gott sein. Er geht darauf ein. Und ein äthiopischer Finanzbeamter kommt dadurch zum Glauben an Jesus Christus und das Evangelium gelangt nach Äthiopien. Ich denke an die Situation, wo Petrus im Gebet ist und auf einmal eine Vision hat, die er nicht begreifen kann. Und aus dieser Vision entnimmt er und versteht durch den Heiligen Geist, er soll sich öffnen dafür, dass auch die Heiden die Botschaft von Jesus hören sollen. Mehr hat er noch nicht verstanden. Und kurz darauf klopft es an der Tür und da ist jemand, der ihn ruft, in das Haus von Cornelius, einem römischen Hauptmann, zu gehen, weil dieser Mann gottesfürchtig ist und dieser Mann will von Jesus hören. Petrus geht dorthin, er predigt Jesus. Wie er das getan hat, haben wir ja schon vorher gesehen. Es ist der Name von Jesus Christus, in dem Heil und Rettung ist. Und Heilung. Und er predigt dort Jesus Christus als den Messias. Und auf einmal werden alle, die im Haus sind, mit dem Heiligen Geist erfüllt, fangen an, in neuen Sprachen Gott zu loben, die großen Taten Gottes zu rühmen. Und Petrus ist total bestürzt und gespannt. Was heißt das? Aber er versteht soweit, wenn Sie genauso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben, dann gehören Sie wohl dazu. Und er tauft sie und das ist der Beginn dessen, dass auch den Heiden das Heil zuteil geworden ist. Der Heilige Geist, wie wichtig war es, dass die ersten Jünger damals sich darauf eingelassen haben, es gewagt haben, diesen Impulsen des Heiligen Geistes nachzugehen. Und genau so möchte der Heilige Geist auch dich und dich und dich und mich heute führen und leiten. Er tut das weltweit. Apostelgeschichte hat nicht aufgehört. Sie geht weiter. Ich will euch einfach mal erzählen, was ich mal erlebt habe. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das war so eindrücklich. Ich konnte nicht einschlafen. Es war schon Mitternacht. Und ich habe damals neben dem pastoralen Dienst noch in der Wirtschaft gearbeitet. Und ich dachte, ich muss langsam einschlafen, ich muss sehr früh raus. Und merke, dass der Heilige Geist mir einen Impuls gibt, einen göttlichen Gedanken. Einen Gedanken, wo ich merke, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist zu verrückt, als dass ich mir das ausdenken könnte. Steh auf, fahr an den Hauptbahnhof. Das sind 3 Menschen, die dich jetzt brauchen. Nein, ich glaube, ich spinne, es ist Mitternacht, wer soll denn da sein? Und wenn ich jetzt gehe, einfach aufstehe und ich will Kerstin ja auch nicht wecken. Ne? Und wenn sie aufwacht und mich fragt, was machst du, oder soll ich einen Zettel schreiben? So, ich fange an, mir Gedanken darüber zu machen und ich drehe mich und wälze mich im Bett und irgendwann wird Kerstin davon wach und fragt, was ist mit dir? Ich habe den Eindruck, ich soll an den Bahnhof fahren und da sind 3 Menschen, die mich brauchen. Ich glaube, dass es der Heilige Geist ist. Und sie sagt einfach nur, was machst du denn noch hier? Jetzt gibt sie mir auch keine Entschuldigung, keine Ausrede. Okay, ich fahre an den Bahnhof. Ich fahre dahin und bin gespannt, was jetzt passiert. Ich gehe los und sehe im Außenbereich einen Mann auf der Bank sitzen und habe den Impuls, er ist einer davon.
Aber ich denke, naja, erstmal einen Überblick verschaffen, erstmal in den Bahnhof reingehen. Ne? So, und der Mann steht auch auf und geht. Oh, ich denke, wahrscheinlich ist es doch nicht, aber irgendwie hatte ich doch den Impuls, dass er es ist. Na gut, ich gehe rein und ich finde dort einen Mann, der am Fahrplan steht und überhaupt nicht drauf klarkommt. Er ist alkoholisiert und einfach lost. Und ich spreche ihn an, ob er Hilfe braucht. Er versteht mich nicht, aber dann merke ich, er versteht, glaube ich, Russisch. Das höre ich aus seinem Akzent. Und dann spreche ich mit ihm Russisch und er versteht mich. Und er braucht echt Hilfe. Ich spreche mit ihm, organisiere alles, dass er in den richtigen Zug reinkommt, unterhalte mich ein bisschen mit ihm. Einfach Gutes getan. Und habe gemerkt, wow, Gott sieht diesen Mann, der selbst schuld ist, der alkoholisiert ist, aber in Gottes Augen ist dieser Mensch so wichtig, dass er mich aus dem Bett holt und sagt, da braucht jemand deine Hilfe. Ich gehe dann weiter und treffe einen nächsten Mann, spreche ihn an und er ist so aufgeschlossen. Ich lade ihn ein auf einen Kaffee und wir unterhalten uns eine ganze Weile, bis sein Zug dann kommt. Und ich darf sogar für ihn beten. Langsam beginnt es Spaß zu machen. Und dann gehe ich nach draußen und denke, wenn der Mann irgendwie doch noch da ist oder wiedergekommen ist, dann will ich doch auf ihn zugehen. Und ich sehe, der Mann ist gerade wiedergekommen. Ich gehe auf ihn zu und sage zu ihm, das mag jetzt merkwürdig erscheinen, aber der Himmel schickt mich zu Ihnen. Ja, wie das? Ich erzähle ihm die Geschichte und erzähle ihm, dass Gott ihn sieht, dass Gott ihn nicht vergessen hat und er öffnet sich, wir reden miteinander, ich darf für ihn beten. Es macht sowas von Spaß so langsam, dass ich weitermachen möchte und höre dann die leise, aber irgendwie inzwischen auch strenge Stimme des Heiligen Geistes. Ich habe dir gesagt, 3 Leute und jetzt fährst du nach Hause. Von nach Hause lege ich mich ins Bett und bin einfach total geplättet von dieser Erfahrung. So möchte Gott uns gebrauchen, wenn wir uns nur darauf einlassen. Nicht nur Philippus, nicht nur Petrus. Dich, ja, und dich, und dich, und dich, und dich, der du online gerade zuschaust. Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Es braucht deine Verfügbarkeit. Es braucht den Heiligen Geist, den du in dein Leben einlädst, auf den du dich einlässt und der ja dann dich gebraucht. Es geht gar nicht so sehr nur darum, dass wir den Heiligen Geist haben, sondern dass der Heilige Geist uns hat. Amen. Und ich möchte wirklich Mut machen, dass wir uns darauf einlassen, mit Gott Geschichte zu schreiben, Geschichte zu erleben. Ich habe so viele Erlebnisse mit Gott gemacht, besonders dann, wenn ich mich auf den Weg gemacht habe. Besonders auch auf Missionsreisen oder Evangelisationseinsätzen oder mitten im Alltag, wenn ich mich auf diese Impulse einlasse. Jesus hat ja auch gesagt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir verpassen so viel und erleben nicht diese Kraft, wenn wir nicht auch die Bereitschaft mitbringen, dann loszugehen und uns darauf einzulassen. Eine Geschichte fällt mir gerade ein, die möchte ich noch erzählen. Das war in Kasachstan. Wir kamen in der Hauptstadt an. Ich wurde von 3 Freunden abgeholt. Nachtflug, war etwas müde. Wir haben zusammen gefrühstückt. Und beim Frühstück haben sie mir erzählt, dass in der Hauptstadt in Astana, so hieß sie damals, jetzt nur Sultan, gibt es eine Gruppe von Gläubigen, aber keinen Ort, wo sie sich versammeln könnten. Und auf einmal fällt mir ein, ja, vor ein paar Jahren war ich in der Hauptstadt zusammen mit dem Leiter einer anderen Missionsorganisation aus Deutschland und wir haben da ein Literaturcafé besucht, was christlich geführt war und sie hatten so einen Raum hinten und
haben den genutzt, so um etwas versteckt, dann Glaubensgrundkurse durchzuführen, Gespräche über den Glauben und so weiter. Aber ich habe keine Ahnung, ich meine, das ist eine große Stadt, fast 1 Million Einwohner. Wie soll ich das jemals finden? Und ich habe gar keine Kontakte mehr. Und dann hatte ich den Impuls, ja, warum vertraust du nicht dem Heiligen Geist, dass er euch jetzt dahin navigiert? Und dann habe ich gesagt, komm, ich weiß was, lass uns mal dahin fahren. Ich weiß nicht wo, ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Stadt nicht. Wir fahren einfach mal los. Und ich möchte mal beten, dass der Heilige Geist mir sagt, wann links und wann rechts abzubiegen ist. Und das Spannende ist, es hat funktioniert. Innerhalb von 15 Minuten waren wir da. Und Gott hat alles vorbereitet gehabt und die Gemeinde, die gerade in der Gründungsphase war, hatte jetzt einen Versammlungsort. Und diese Gemeinde besteht immer noch, sie wächst und es ist spannend, sowas zu erleben. In der Situation, egal wie müde ich gerade war, gerade vom Flug gefrühstückt, nur halb wach, aber der Heilige Geist ist in der Lage, wenn du dich verfügbar machst, zu navigieren. Und er hat alles vorbereitet. So war es ja auch beim Paulus, ne? Auf Missionsreisen. Die Gemeinde hat gebetet, der Heilige Geist hat gesprochen, sondert mir aus, Paulus und Barnabas und sendet sie. Oder Paulus hat eine Vision, ein Mazedonier ruft nach Mazedonien und er macht sich auf und unternimmt eine Missionsreise nach Mazedonien. Wir lesen das in Apostelgeschichte, aber hey, Apostelgeschichte geht weiter. Gott will mit dir und mit mir, mit euch als Gemeinde, Geschichte schreiben. Und ihr, jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn und Retter angenommen hat, ja inzwischen, also damit auch den Heiligen Geist. Und du brauchst auch die Geistestaufe, das überfließende Leben Gottes. Du brauchst das. Gestern haben wir hier intensiv auch dafür gebetet und sind neu erfrischt und gefüllt worden mit dem Heiligen Geist. Vielleicht wollen wir es heute auch tun. Vielleicht lässt du dich mal inspirieren und rechnest damit im Alltag. Nicht nur so Sonntag oder irgendwann auf einer Missionsreise, wo du dich so bewusst darauf eingestellt hast, sondern ich möchte dich dazu ermutigen, dass du jeden Tag, wenn du aufwachst, sagst, Guten Morgen, Heiliger Geist, wo geht's denn heute hin? Nimm mich mit. Ich will dabei sein. Ich will die Werke Jesu tun, die du ja schon längst vorbereitet hast, die du selbst auch tust. Ich mache mich verfügbar für dich. Wenn du beginnst, das bewusst zu tun, ich verspreche dir, du wirst mehr und mehr und mehr mit dem Heiligen Geist erleben, weil er wartet nur darauf. Und noch einmal die Zusage, du hast das Zeug dazu. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Du musst nicht zaghaft bleiben. Der Geist Gottes will dich mit Kraft erfüllen. Mit der Liebe, die du dazu brauchst. Und auch mit Besonnenheit. So crazy manche Sachen auch sein mögen, und doch ist es besonnen, wenn es der Heilige Geist tut. So kraftlos du vielleicht dich auch fühlen magst, der Heilige Geist gibt dir die Kraft, auch nicht im Voraus, sondern dann, wenn du sie brauchst. Und er schenkt dir auch die Liebe, die dich bewegt, die dich drängt. Wie Paulus sagt, die Liebe Gottes drängt uns, wir können nicht aufhören. Und das wünsche ich uns allen. Das sind vorbereitete Werke, die Gott für jeden von uns hat. Und der Heilige Geist möchte dich gebrauchen. Amen. Möchtest du das auch? Willst du mit Gott Geschichte schreiben? Willst du den Heiligen Geist in der ganzen Fülle aufnehmen? Raum machen für den Heiligen Geist? Und willst du dem Heiligen Geist sagen, nicht nur ich will dich haben, offensichtlich willst du mich haben, hier bin ich. Sende meinen Pastor. Nein, sende mich. Versteht ihr, was ich meine? Hey, lass uns zusammen beten und dann nochmal in den Lobpreis gehen und möge der Heilige Geist freisetzen, diese Bewegung in uns. Wenn ihr mögt, steht doch gerne dazu auf. Halleluja.
Halleluja, danke, Jesus, für dieses große Geschenk, das du uns gemacht hast, dass du uns nicht als Waisenkinder zurückgelassen hast, sondern du hast uns den Geist der Kindschaft gegeben, den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Danke, Heiliger Geist, der Geist des Vaters, dass du in uns wohnst, uns in alle Wahrheit führst, uns leitest, uns erfüllst, uns mitnimmst, uns gebrauchst. Es ist ein Privileg, dich zu kennen und mit dir unterwegs zu sein, Heiliger Geist. Und ich bete heute Morgen für meine lieben Geschwister hier in der Ichthus-Gemeinde. Bete für jeden, der online jetzt oder später zusieht. Bete, dass du, Heiliger Geist, uns in Bewegung bringst, Impulse schenkst, uns ermutigst, uns anfeuerst, uns mitnimmst in die guten, vorbereiteten Werke, die Christus für uns vorbereitet hat. Danke, Herr, wir sehnen uns danach. In Jesu Namen. Amen.